Hallo liebe Freunde, willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Ich habe heute ein kleines Projekt vor und zwar, ich habe ja auf der anderen Seite schon sehr großflächig das French Click System eingeführt und habe jetzt hier, der eine oder andere mag sich erinnern, als ich den Schleifbock hier montiert habe, habe ich immer mal noch die Idee gehabt, hier was reinzumachen. Das ist so eine Nische und ich würde hier super gerne auch eine USB-Platte reinsetzen mit ein paar French Click-Leisten, um mir auch ein paar Werkzeuge noch zu montieren. Wenn ihr dabei sein wollt, nach dem Intro geht's los. Ich freue mich drauf. Ja, was haben wir da vor, um das kurzfristig umzusetzen? Wir schneiden uns eine USB-Platte zu, in den Maßen. Ich habe noch ein paar Reststücke, vielleicht muss ich da zwei zusammenleimen. Ich habe auch noch ein paar Multiplex-Streifen, da muss ich überall die 45-Grad-Schräge noch dran sägen. Und deswegen sollte das gar nicht so dramatisch sein. Ja, was eignet sich besser, als so eine kleine French Gliedwand zu machen? USB-Reste. Habe ich noch eine ganze Menge, die säge ich mal gerade passend. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. So, ich habe die zwei Teilelemente jetzt mal zusammengeklebt. Die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen trocknen hier. Weil da fehlt ja noch ein Streifen an der Seite. Weiß ich ja auch. Ich bin jetzt schon ein Stück weiter gekommen, habe jetzt die ersten beiden Platten hier verleimt und habe hier auch an der Hinterseite hier und hier hinten auch so eine Leiste angemacht, dass ich auch ein bisschen Hinterlüftung habe. Hier muss ich jetzt noch dummerweise ein bisschen stückeln, aber wenn nachher die French Gliedleisten hängen, sollte man das nicht mehr sehen. Also ich habe ja noch jetzt ein bisschen was vorbereitet. Das kommt jetzt noch hier rein, das schraube ich jetzt noch an. Und hier oben auch noch ein Stück. Hier sollen jetzt natürlich noch so ein paar Seitenteile eingesetzt werden, weil derzeit wird die Platte ja nur von dem Balken hier gehalten. Ich habe die an der Wand nicht festgemacht und ich wollte die auch nur an den Seiten fixieren. Das heißt, an den Wangen links und rechts kommt jetzt noch so ein USB-Streifen rein, den verdübel ich hier, gut ist. Die Wand ist nicht ganz gerade. Suchen wir mal aus, wo wir das am besten festmachen können hier. Hier die Höhe ist gut. Da. Und wo liegt es noch gut an? Da unten. So. Da ist oben einwandfrei. Jetzt schrauben wir das Brett erstmal nur oben fest, damit wir sicher sind, dass beim zweiten Loch oben das nicht verläuft. Fixieren das mal mit der Schraube hier. Dann wissen wir auch, dass das auf jeden Fall gleich noch da reinpasst. So, die ziehen wir noch nicht ganz an, aber ein bisschen. So, das reicht. Was wäre eine French Cleat Wand ohne French Cleat Leisten? Die haben wir jetzt im Grunde schon grob zugeschnitten, aber hier fehlt vorne über noch das Profil, das 45 Grad Profil. Ich richte gerade mal die Säge ein und dann jage ich die mal gerade einmal über die Säge. Ein bisschen brauchen wir noch. Mal wieder eine schöne Gelegenheit, das Featherboard zu benutzen. Das habe ich ja in einem anderen Projekt auch schon mal selber gemacht. Kann ich euch oben einblenden. Bedingt durch die Seitenteile sind meine French Gliedleisten jetzt ein bisschen zu lang. Die müssen wir mal ganz kurz noch ein bisschen ablenken. So. Sieht gut aus und wenn ich bis da unten gehe, ja, passt hier auch noch, top. Das ist unser Maß. Leisten sind jetzt gebohrt, gesenkt und wir können eigentlich mit der Montage beginnen. Bei den anderen French Cleat Systemen habe ich so gehandhabt, dass ich mit der ersten Leiste
14 cm von unten angefangen habe. Das werden wir hier in der Form wieder machen. Je nachdem, wie lang der Halter auslädt nach unten oder so, dann ist der hier genauso verwendbar wie auf der anderen Seite auch. So, die erste Schiene sitzt. Mal kurz gucken, ob die auch gerade ist. Das ist top. Die müssen natürlich schon besonders gut sitzen, weil die ja auch als Referenz für alle anderen sitzt, weil wir die darauf aufbauen jetzt. Schon ist es soweit. Die letzte Leiste schreit nach Vollendung. Mal sehen, ob wir die auch noch einfach hier dran kriegen hier. Letzter Blick mit der Wasserwaage. Optimal. Sehr, sehr geil. Fertig. Ich kann auch hier rüber. Auch zwischendurch hier Schutzbrille am Schleifbock. Ja, was soll ich sagen? Wieder ein Stück Werkstatt fertig, wieder ein Stück mehr Platz geschaffen, wo ich meine ganzen Sachen unterbringen kann. Ja, letzten Endes ja nur eine Erweiterung der bestehenden Anlage, das hatte ich ja schon mal gezeigt. Trotzdem für alle, die es interessiert hat, ihr habt es gesehen, wie es gemacht wird. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, habt Spaß gehabt, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, vielleicht einen netten Kommentar oder ein Abo. Denkt dran, ihr seid immer up to date, wisst, wann was Neues gibt bei mir auf dem Kanal. Ich sag danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.